Hallihallöle. Herzlich willkommen, ahoi und was noch alles so für Begrüßungen gibt. Alter Daus. Ja, man sieht ja, wo wir hier sind, ne? Weiß man ja, hast ja drauf geklickt. Oder auch nicht, wer weiß. Ich versuche immer noch jetzt hier weiterzukommen. Kann ich mich daran erinnern? Ne, besten Willen nicht. Puh, warte mal. Ne, Mist. Hätte sein können. Klappbroschüre haben wir. Danke. Die kann ich aufmachen. Was? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Macht aus einem Museum eine Polizeistation. Befreiung. Oh Gott, ein Platz frei. Das Buch müssten wir mir jetzt eigentlich in die Hand legen können, ne? Linke Arme Buch. Bitteschön. Geiler Mechanismus. So, ist genommen. Da macht irgendwas Krach, ist mega. Da. Danke. Alter! Kommt der hier einfach durch die Decke! Ich glaube, es hackt! Ciao! Ja, jetzt steht der Kollege auch noch hier um die Ecke! Ciao! Die sind auch ein bisschen taub, kann das sein? Ach, Marv, Mensch! Ich hab nicht genug Munition für euch alle! Schnauze, Glenn. Mhm, das war zu erwarten. Marv ist schon wieder hart im Leben heute. Den hat's aber auch hart getroffen, der kann das. Okay, eigentlich müsste... Alter, die lebt ja auch noch. Danke. Ich sollte mit ihr vielleicht aufpassen, wie und wann ich schieße. Ach, guck mal, da ist er. Hallo, Greg. Fängt gleich an zu sabbern, wenn er mich sieht. Hallo, Hausmeister. Ich weiß nicht, wie du heißt. Ja, ja, ist gut. Bleibt der ja liegen hier. Sag mal, wenn ich nicht renne, machen die auch nichts. Was ist mit denen? Okay, jetzt brauche ich das Kästchen. Upp. Ah, da ist das gute Ding. Komme ich denn jetzt schon in den Computerraum? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die behalte ich mal erstmal. Oh ne, ich nehme da so ein anderes Ding mit. Ich weiß halt nicht, welche Munition sie daraus macht. Ob sie jetzt die hier macht? Achso, das... Und sich jetzt, das ist schneller dafür, das Ding. Kann ich? Ah! Alles klar. Also ich könnte jetzt einmal Munition machen, aber... Ich wüsste halt nicht, warum. Das kann ich schon wegbringen. Und das kann ich beim Dings benutzen. Schließfach, hier kann ich noch nichts machen. Tresor, den weiß ich nicht mehr. Büpp, büpp, büpp. Zugekettet?
Von der anderen Seite dann, oder wie? Okay, da kann ich natürlich mal hingehen. Da bin ich einfach nur dran vorbeigelaufen, stimmt. Aber dann hätte ich auch den Dongel. Da war das, glaube ich. Wenn man leise ist, dann machen die nichts. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ich weiß echt nicht, ob das schon immer so war. Okay, also die sind nicht blind. Die können einen sehen. Alter Marv, was ist denn mit dir los? Oh nein, nein, da steht der andere. Ich bin beschäftigt. Nein, wieso? Lass das. Geil. Alter, wieso? Warum stirbt er auch nicht? Vollkommen Quatsch. Ich muss ja eigentlich... Ja, egal. Ah. Ja, 4 Schuss, geil. Gut, Konfrontation können wir jetzt erstmal sein lassen. Hat ja keinen Zweck. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Nö. Oh, doch. Ist mitgenommen. Eieieiei. Okay, das bringt ja schon mal was. Kann ich erstmal mitnehmen. Das waren offenbar die Unterkünfte, von denen wir gelesen hatten. Aber lag hier noch irgendwas Nützliches? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der Raum hatte irgendwie überhaupt keine Relevanz, ne? Was hast du denn da? Na gut, das ist schon mal ein bisschen was. Aber ansonsten war hier nichts drin. Ihr baumelte nur ein Licht runter, glaube ich, irgendwann. Oder war das ein anderer Raum? Nee, das war der. Bin ich mir fast sicher. So. Okay. Bei Horrorspielen mit Toiletten muss man aufpassen. Das ist ein beliebter Ort, um da Dinge zu verstecken. Gegner zum Beispiel. Stand der da eben schon? Mann, der steht schon wieder voll im Weg. Und ich muss da lang. Geil. Dass sie manchmal zweimal schießt, ist echt nicht schön. Gut. Der kann weg. Sehr schön. War wieder ein bisschen Platz. Nein! Bleib weg! Ui. Jo, ich geh aber mal weiter, ne? Du kannst ja gerne um den Tisch da kreisen. Da machen wir gleich mal als erstes weg. Dann haben wir schon mal einen neuen Fluchtweg. War der Computer nicht hier? Dann war er, glaube ich, eine Etage höher. Macht der so einen Krach da draußen? Hau ab!
Unfassbar. Ah, okay. Hier haben wir schon mal das Rad. Dann komme ich oben im Bad weiter. Alter, wie schnell du bist. Und weg. Ist hier noch was? Nö. Alter, gib Ruhe. Mist. Mist. Säuregranaten würde ich mir damit machen, wenn ich die jetzt kombiniere. Die will ich aber erstmal noch gar nicht. Gut, dann bleibst du halt da stehen. Das Rad fürs Bad. Kann ich da hoch? Nee, oder? Hier war ich draußen. Dann kann ich hoch. Presse raus. Ich muss zurück. Der ist hartnäckig, der Typ. Oder einfach nur anstrengend. Alter! Ach, du musst doch mal irgendwann tot sein, Alter. Ich bin da bei dir. Und wenn ich dir alles in den Kopf jagen muss, bleib jetzt liegen. Dann sehe ich auch so. Na, wäre schön, wenn ihr jetzt tot bleibt. Das ist unfassbar. Das wäre schön. Also die im Hauptgang, die sind echt schon, also hartnäckig. Hier, nehmen. Ich glaube, Marvin habe ich schon einige Ladungen im Kopf geballert. So. Hilft ja nicht, dann müssen wir jetzt hier mitarbeiten. Und das sind die normalen für die hier. Okay. War zu erwarten. Kann ich denn irgendwie... Ne, ich kann nur MP-Munition. Also ich kann die, die 45er-Munition scheinbar gar nicht machen. Vielleicht mit dem gelben. Mit dem hier nicht. Okay, haben wir noch was? Das Problem ist, Brandgranaten sind zwar gut und schön, aber ich glaube nicht, dass die nach einer davon sterben werden. Die nehmen wir mal mit. Bin ich gelb? Oh, ich bin gelb. So, dann haben wir wenigstens zwei, falls ich gleich wieder angeknabbert werde. Okay, und weiter geht's. Ich glaube, ich kam jetzt auch, wenn ich da vorbeikomme am Badezimmer, in Richtung Computer. Also da, wo ich hin möchte auch. Der stand, glaube ich, irgendwann auf. Erstmal fällt er um. Ja, ja, schon gut. Hm.
Hier war der an der Decke, ne? Oh, die spammen mir hier alles zu. Beziehungsweise ich mache das, weil ich alles einsammeln muss. Und die haben angefangen, die haben das da hingelegt. Bleib liegen, du hast keine Arme. Nein, du bleibst da jetzt liegen. So, einmal bitte angucken. Mhm. Hä? Nein, hier. Sehr schön. Gleich mal, wenn wir schon dabei sind, wieder runter. So, wunderbar. Wer sich sowas einfallen lässt, ne? Was? Claire, ich hoffe, du findest das hier drin wimmelt. Was? Das? Hier drin wimmelt es vor Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Schwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht, Leon. Oh, jetzt schreibt der Herr mir auch noch Zettelchen. Danke. Aber hier ist ein Brief von deinem Bruder. Sagt sie was? Das hört sich nicht nach Chris an. Ah, gut, darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen, dass es natürlich eine Finte ist. Gut, jetzt bin ich hier und kann die nicht mitnehmen. Wunderbar. Auch die kann ich nicht mitnehmen. Ich kann sie mal kurz. Hat er die schon eingezeichnet? Ja, okay. Ah, Moment, so habe ich ja einen Platz frei, ne? Nehmen die mal alle mit. Ich glaube zwar nicht, dass ich alle finden werde. Aber solange ich sie mitnehmen kann, warum nicht? Da ist die 9-Volt-Block-Batterie. Geil. Ist ganz schön viel in dem Raum. 9, 15, 7. Okay. Aber ich will jetzt auch die Heilung nicht verschwenden. Das wäre Blödsinn. So, erstmal schnell verstecken irgendwo. Das brauche ich erst sehr spät. Ich speichere mal an einem zweiten Punkt. Vielleicht rennt der, haut er dann ab. Warte, ich müsste da eigentlich wieder hin. Ich will den Kram ja wieder einsammeln. Oh hier, die Dame hat doch da ein Messer. Nimm das doch. Keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube, der ist über mir. Ganz mies wäre, wenn der jetzt hier so ist. Da habe ich überhaupt keine Chance. Mm.
Okay, der ist auch nicht so gut im Hören. Ich gehe da mal wieder los. Der Typ, ey. Wir beeilen uns mal. Jetzt dürfte er uns ja langsam nicht mehr hören. Okay, also. Warum höre ich den schon wieder? Das finde ich nicht so geil. Der ist da. Der ist da hier durch die Tür. Fuck. Oder rechts? Ganz schwer auszumachen, wo der ist. Mist. Weißt du was? Hier, komm. In den Scheiß jetzt einfach. Keine Lust, jetzt normal herzurennen. Gut, mal gucken, ob. Der rennt doch hier rum. Geh da mal nachgucken. Erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Der macht mir ein bisschen Sorgen, der Mann. Ciao.